Ja, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video des Pikachu Cups und ich freue mich schon. Wir starten jetzt in die letzten 15 Kämpfe und es werden harte 15 Kämpfe, hart umkämpfte 15 Kämpfe und oh mein Gott, nein, oh, der Chicken gegen Japaner. Warum, Gott, warum tust du mir das an? So, was haben wir da? Wir haben Illisat, wir haben Illivoltech, wir haben Ampharos, Blitzer, Zebritz. Aha. Allein schon aus dem Grund, dass Illisat bei ist, nehme ich sogar meins mit. Einfach instant. Das sorge ich einfach für. So. Ich nehme auch noch mein Ampharos mit und ich nehme noch mit Lantern, auch wenn ich wahrscheinlich bereuen werde. Und Rotom. Schauen wir mal. Ich habe jetzt Illivoltech. Warte, jetzt weiß ich gar nicht. Ne, Illivoltech habe ich jetzt mal nicht mitgenommen. Ich werde es bereuen, weil mein Gegner wird Illivoltech haben. Das ist das Problem. Okay. Gucken und... Eieieiei. So, was ich jetzt zuerst mache, ist Hyperstrahl. So, dann mache ich die Mega-Entwicklung und mache Drachenpuls auf Illivoltech. Ich muss gucken, dass ich dieses Illivoltech irgendwie besiege. Ich weiß nicht, Illisat ist auch schwer zu besiegen, gerade mit Schallwelle. Aber ich denke nicht, dass das jetzt in irgendeiner Weise ein Problem darstellen wird. Stab-Hyperstrahl? Reicht das? Es reicht halt einfach nicht. Steinhagel. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und zurückgestellt. Okay. 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 Alles klar, Rotom, du bist dran. Rotom macht jetzt erstmal Blättersturm auf das Illisat und ich mache Drachenpuls auf das Illivoltech. Und ich hoffe, ich kann noch eine Runde überleben. Das wäre es für Illivoltech gewesen. Und dieser Flinch! Oh Gott! Warum? Ist das euer Ernst? Gegen Rotom wurde ein Volltreffer gelandet. Ja, toll. Und Ampharos besiegt. Ja. Echt geil. Okay, Illivoltech ist jetzt down. Ja, super. Kann ich wenigstens jetzt das Illisat besiegen? Hm. Wieso glaube ich denn, dass ich Illisat besiegen kann? Hm. Guck mal, was da ist. Ein Ampharos. Ja. So, und dann... Ja, das wird Schallwelle machen. Das wird Schallwelle machen. Dann gehe ich auf Toxin, auf Illisat. Ich meine, der Kampf ist vorbei. Kampf ist einfach vorbei. Es ist schade, aber... Es ist nun mal leider so. Ey, wäre dieser Flinch nicht gewesen. Ich sag dir, der Kampf wäre vollkommen anders gelaufen. Jetzt wäre Illisat mit Elektrifizierung gar nicht mal so schlecht. Ach! Ich wundere mich gerade, warum kriege ich jetzt irgendwas abgezogen, aber... Stimmt! Es ist ja... Überbrückung aktiv. Ja, ganz toll. Super, Ampharos. Ja!
Toll. Meine Güte. Und es hat einfach auch Hyperstrahl. Krass. Ja, ich verliere. 3-0. Unglaublich. Es ist unglaublich. Ach, ich will das Kampfvideo doch gar nicht speichern. Mein Gott. Okay, wir gehen einfach jetzt ohne weitere Umwege direkt in den nächsten Kampf rein. Kampf Nummer 32. Wir sehen es nochmal hier für alle. 16 Siege, 15 Niederlagen. Also läuft alles andere als prickelnd. Aber es ist auch, weil jedes Team... Oh, super. Dingy aus den Vereinigten Staaten. Relativ hoher Rang. Elevoltec Zappler Rang. Ja. Super geil. Da ist kein Pikachu bei, das heißt, ich muss meins auch nicht mitnehmen. Dann nehme ich mit, also ich glaube, die drei meist eingesetzten Pokémon werden in diesem Turnier, oder die vier meist eingesetzten, werden in diesem Turnier Ampharos, Elevoltec, Elisard und Zapplahan sein. Das glaube ich schon. Vielleicht noch hier und da mit Abstrichen Rotom. Aber ich gehe trotzdem auf Ampharos zuerst. Und Elisard. Dann nehme ich Elevoltec mit und ich nehme Rotom mit. Da ist nämlich ein Elevoltec und das macht mir Angst. Rotom und Zap. Ich kann dieses Zapplerang nicht mehr sehen, ey. Ihr glaubt es nicht, wie sehr mich dieses Pokémon nervt. So, und Elisard macht jetzt Hyperstrahl auf Zapplerang. Den Drachenpuls mache ich auch auf Zapplerang. Also ich bin, denke ich, stark genug. Da kommt der Hyperstrahl. Ja, Irrlicht macht mir gar nichts. Was mir jetzt eher Sorgen bereitet, ist dieses Zapplerang. Und? Ja, danke. Oh mein Gott. Kommt jetzt wahrscheinlich Elevoltec. Elisard kann jetzt nach dem Hyperstrahl eh nichts tun. Heißt, ich müsste eigentlich theoretisch nur Ampharos in Sicherheit bringen. Ja, da kommt Electivire. Electivire. So, Ampharos kommt jetzt erstmal zurück. Und dann schicke ich nämlich Rotom rein. Heißt, der Einzige, der Schaden nimmt, ist Elisard. Und Elisard kann eh nichts tun. Schwebe von Rotom wirkt. Schwebe von Rotom wirkt. Und nur mein Elisard wird angegriffen. Das wäre es gewesen, wenn es jetzt auch noch irgendwie überlebt hätte oder so. Leben auch. Okay. Rotom setzt Irrlicht ein. Irrlicht, ich bitte dich, ey. Ich schicke jetzt mein Elevoltec raus. Ich bin noch mal gespannt, welches jetzt schneller ist. Meins oder seins? Ich mache erstmal Blättersturm auf Rotom. Und Erdbeben, ja, auf Elevoltec. Rotom macht Schutzschild. Toll. Es ist schneller. Scheiße. Es ist einfach schneller. Habe ich jetzt natürlich auch meinem angriffsbegünstigten Wesen zu verdanken, dass ich dann noch langsamer bin als alle anderen Elevoltec. Tja.
So, dann gehen wir jetzt nochmal auf einen Blättersturm und gehen auf den Fokusstoß. Ich gehe auf Drachenpuls. Ja, was ist stärker? Drachenpuls oder Fokusstoß? Ich gehe auf Drachenpuls. Ist ein Step. Oh, mit 5 KP überlebt. Oh mein Gott. Wird die Attacke ab. Dankeschön. So, dann ist dein Rotom auch schon mal Geschichte. Ein Volltreffer. Ja gut, der Volltreffer war jetzt nicht nötig. Aber wir haben vielleicht noch Chancen, diesen Kampf zu gewinnen. Wir haben vielleicht noch die Chance, den Kampf zu drehen. Das wär's jetzt. Komm, komm schon. Manectric. Aha. Manectric kann eigentlich gar nichts gegen mich machen. Außer es hätte jetzt eine Hidden Power Ice. Bedroher wirkt nicht. Hitzekoller habe ich eine Resistenz. Und gegen alle möglichen Elektroattacken bin ich auch doppelt resistent. Also, da bin ich jetzt mal gespannt, was er jetzt da aus der Trickkiste... Swagger? Really? Senkt meinen Angriff erst, um ihn dann wieder zu steigern? Drachenpuls von Anfang aus geht durch. Ja! Volltreffer! Oh mein Gott, ja! Oh mein, ja, Volltreffer. Kampf gewonnen. Zwar mit viel Glück, aber ey, Kampf gewonnen. Ich habe die Hydro-Pumpe abgewehrt. Ich habe mich aus der Verwirrung ziehen können. Geil. Cooler Kampf. Wir gehen jetzt in den dritten. In den letzten für dieses Video. 33 Kämpfe dann schon. Boah. Krass, ey. François aus Kanada. Okay. François hat ein 43er Amp voraus. Also ich denke mal, das wird er nicht mitnehmen. Jetzt gucke ich mal gerade. Okay, 142er Speed. Und mein Elevoltec hat 147. Also Elevoltec würde ich dann schon mitnehmen. Das sind aber auch wieder Zappler. Ich nehme Elesaat mit. Ich nehme Ampharos, Pikachu, man weiß ja nie, und Elevoltec mit. Auch wenn Zapplerang. Da ist wieder Zapplerang, ich weiß nicht. Also ich komme da auf dieses. Ich komme auf dieses Pokémon einfach nicht klar. François will mit dir kämpfen. In Molga und Oma Sakre. Jetzt ist natürlich die Frage, wird er supporten? Ich gehe mal auf eine Elektrifizierung. Nein, ich gehe nicht auf eine Elektrifizierung. Ich muss das Zapplerang besiegen. Wir gehen also mit der gleichen Taktik wie gerade eben wieder ran und sagen, dass wir erstmal alles auf Zapplerang werfen. Weil anders kann ich es nicht besiegen. Es ist viel zu stark. Außer jetzt kommt ein Volltreffer Hyperstrahl, was mich jetzt sehr freuen würde. Ne, schade. Rückenwind, da haben wir es doch. Alle Pokémon sind jetzt schneller. Ah, der Ableithieb tut weh. Genau das habe ich nämlich befürchtet. Und ein Lebenorb, komm. Reicht Drachenpuls, komm. Drachenpuls reicht, danke. Oh mein Gott. So, jetzt ist die Frage, jetzt ist alles andere sowieso
schneller als ich. Ich schick mal mein Elevoltec rein. Ich weiß jetzt nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt da ein Elevoltec kommt. Es ist schneller. Das kann ich also voll vergessen. Ich gehe auf den Ice Heap und auf einen Drachenpuls. Weil Emolga kann nicht viel tun. Drachenpuls, Emolga, komm. Rechte Hand. Natürlich machen wir jetzt das Elevoltec noch stärker. Hat keine Wirkung auf Emolga. Ne, der Kampf ist vorbei. Da ist das Fokusband. Der Fokusgurt, Entschuldigung. Tja, jetzt haben wir nur noch Pikachu! Pikachu! Wenigstens habe ich mal eingesetzt. Wenigstens das. Aber das mit Rückenwind ist echt nicht schön. Emolga wird zu... Ja, jetzt zieht der Emolga zurück. Und einfach um die Statistik aufzuwerten, schicke ich auch nochmal mein Pikachu rein da. Mhm. Und? Kommt Ampharos durch? Ampharos kommt durch. Es ist unglaublich. Wäre mal auf Erdbeben gegangen. Jetzt ist die Frage, kann ich das Pikachu da outspeeden? Oder muss ich mich echt jetzt drauf verlassen? Das ist... Ach, schade. Abschlag. Ampharos besiegt. Nein. Oh Gott. Und das gegnerische Pikachu ist auch schneller. Tja, naja, was soll's. Rückenwind. Es kristallisiert sich auf jeden Fall immer mehr heraus, dass ich jetzt nicht so wirklich mich auf Doppelkämpfe vorbereite. Ich könnte da viel mehr rausholen. Trotzdem hoffe ich, dass es euch bis jetzt gefallen hat. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.